Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich begrüße ich Sie zu unserer heutigen Podiumsdiskussion im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz im ZMSBW. Ich bin Oberst Sven Lange und ich bin der Kommandeur des Zentrums. Zu meinem Bedauern haben wir heute Abend keinen vollbesetzten Saal. Sie alle verfolgen, vielleicht sogar zeitversetzt, die heutige Veranstaltung pandemiebedingt virtuell an Ihren Rechnern, Tablets oder Smartphones. Auch wenn dieses Schicksal zurzeit viele Veranstalter trifft, ist uns die Entscheidung, keine Gäste im Saal zuzulassen, nicht leicht gefallen. Als Forschungseinrichtung lebt das ZMSBW in besonderem Maße vom lebendigen Austausch mit Fachleuten und Experten, vom persönlichen Gespräch mit Aktiven wie ehemaligen aus den Streitkräften und nicht zuletzt von vielfältigen Begegnungen mit der Gesellschaft. Gäste sind uns daher nicht nur willkommen, sie sind unverzichtbarer Referenzrahmen und Adressaten unserer Arbeit. Veranstaltungen wie die heutige dienen dazu, unsere Arbeit transparent zu machen und die Forschungsergebnisse dieses Hauses in die Bundeswehr und in die Gesellschaft zu tragen. Wir hätten Sie daher heute gerne persönlich in Potsdam begrüßt. Dennoch hoffe ich, dass Sie trotz der räumlichen Distanz unserem Livestream interessiert und vielleicht sogar etwas bequemer als sonst von zu Hause aus verfolgen werden. Die Alternative wäre noch unerfreulicher. Wir hätten die Veranstaltung erneut verschieben müssen, eine Option, die wir jedoch sehr schnell verworfen haben. Zum einen, weil der Gegenstand unserer heutigen Veranstaltung, das Buch »Deutsche Krieger« von Professor Sönke Neitzel, bereits vor mehr als einem Jahr veröffentlicht wurde und seither engagiert diskutiert wird. Ich bin Ihnen, Herr Professor Neitzel, sehr dankbar, dass Sie heute hier sind und sich an unserer Diskussion beteiligen werden. Eine Debatte, die Thesen und Wirkung eines Buches zum Thema hat, setzt die Anwesenheit des Autors zwar nicht zwingend voraus, sie wird durch Sie aber sehr viel spannender. Damit bin ich bereits beim zweiten, wohl wichtigeren Grund, diese Veranstaltung nicht erneut zu verschieben. Wir waren skeptisch, ob es uns gelingen würde, das Podium wiederum so hochkarätig zu besetzen, wie es uns am heutigen Abend möglich war. Erlauben Sie mir, Ihnen die Gesprächsteilnehmer näher vorzustellen. Herrn Professor Neitzel habe ich bereits erwähnt. Er ist Lehrstuhlinhaber für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut an der Universität Potsdam und damit der einzige Professor für Militärgeschichte in Deutschland. Herr Professor, Sie kennen unser Haus gut und ich nutze die Gelegenheit, Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihrem Lehrstuhl zu danken. Zu unserem großen Bedauern musste vor wenigen Minuten Frau Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihre Teilnahme kurzfristig wegen eines anderen Termines absagen. Wie Sie wissen, ist Frau Strack-Zimmermann seit Dezember, also mit Beginn dieser Legislatur, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Von daher haben wir großes Verständnis dafür, dass aktuelle Ereignisse auch langfristig geplante Termine platzen lassen können. Die einzige Dame in unserer Runde ist damit eine Angehörige unseres Hauses, Frau Dr. Anja Seifert. Frau Seifert ist im ZMSBW Projektbereichsleiterin Einsatzbegleitung und Dokumentation. Seit Jahren erforscht und begleitet sie die Einsätze der Bundeswehr, speziell den Einsatz in Afghanistan. Neben den Erfahrungen der Einsatzsoldaten, den Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, und ihrem Umgang mit diesen Belastungen, hat Frau Seifert sich auch sehr intensiv mit dem Verhältnis von Einsatzrückkehrern und der Gesellschaft beschäftigt. Mit anderen Worten, Frau Seifert ist als Wissenschaftlerin sehr dicht dran an den Erfahrungswelten und dem Selbstbild der Einsatzarmee Bundeswehr. Frau Dr. Seifert, ich danke Ihnen, dass Sie Ihre wissenschaftlich-fachliche Expertise für unsere Diskussion zur Verfügung stellen. Die nicht einfache Aufgabe, am heutigen Abend die Stimme der Streitkräfte zu repräsentieren, hat dankenswerterweise Brigadegeneral Robert Sieger übernommen. General Sieger ist von Haus aus Angehöriger der ABC-Abwehrtruppe. Er hat Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert und ist Absolvent des 40. Generalstabslehrgangs des Heeres. Seit 2019 ist er der Beauftragte des Generalinspekteurs der Bundeswehr für Erziehung und Ausbildung, kurz der BEA, und gleichzeitig auch stellvertretender Kommandeur des Zentrums Innere Führung in Koblenz.
Als Bär gewinnt General Sieger einen umfassenden und tiefgehenden Einblick in die Streitkräfte und in den Geist, der in ihnen lebt. Damit ist er in besonderem Maße wertvoll für unsere heutige Diskussion. General Sieger hat aber noch eine Geheimwaffe. Er ist Vater eines Sohnes und einer Tochter, die beide als Offizier bzw. Offizierin in der Bundeswehr dienen. Damit erhalten Sie, Herr General, aus der eigenen Familie, also aus erster Hand, eine ungeschönte Sicht auf die Realität in der Truppe. Es erfüllt uns mit Stolz, dass Sie den weiten Weg aus Koblenz auf sich genommen haben, um heute mit uns zu diskutieren. Das Plenum komplettiert der Historiker und Politikwissenschaftler Dr. Klaus Naumann, der in unserer Diskussion aus Hamburg per Videoschaltung teilnimmt. Herr Dr. Naumann studierte in Marburg Geschichte und Politikwissenschaft. Er ist seit 1992 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung im Arbeitsbereich Die Gesellschaft der Bundesrepublik. Und seit vielen Jahren ist Herr Dr. Naumann zudem Mitglied im Beirat für Fragen der inneren Führung, einem persönlichen Beratungsgremium der Bundesministerin der Verteidigung. Auch Herr Dr. Naumann verfügt also durch seine langjährige Beiratstätigkeit über persönliche Eindrücke aus der Truppe, bleibt ihr dabei aber fern genug, um seinen Untersuchungsgegenstand nüchtern analysieren zu können. Regelmäßig schreiben Sie, sehr geehrter Herr Naumann, zudem über Fragen des inneren Gefüges der Truppe und über die gesellschaftliche Einbindung der Bundeswehr. Schließlich ist es uns gelungen, mit Herrn Kai Küstner einen Moderator für unsere Diskussion zu finden, dessen journalistische Tätigkeit ihn seit Jahren thematisch eng mit der Bundeswehr verbindet. Und das, obwohl er als ehemaliger Zivildienstleistender selbst niemals Soldat gewesen ist. 2008 bis 2013 berichtete Kai Küstner als Leiter des ARD-Studios Südasien über den Krieg in Afghanistan. 2013 bis 2018 war er als Korrespondent in Brüssel für die EU und die NATO und damit wieder für Sicherheitsthemen zuständig. Hörenswert ist sein Podcast Killed in Action – Deutschland im Krieg, dessen jüngste Ausgabe den Abzug der Bundeswehr Afghanistan zum Thema hat. Herr Küstner, auch für Sie ist es Ihr erster Besuch in unserem Hause. Wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, die Moderation der heutigen Diskussion zu übernehmen. Meine Damen und Herren, Arbeiten aus den Geschichtswissenschaften stürmen nur selten die Bestsellerlisten. Christopher Clarks 2013 in Deutschland erschienenes Buch »Die Schlafwandler« über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges fällt einem vielleicht als Beispiel ein. Den Älteren sicherlich auch die Arbeit von Theodor Schieder über Friedrich den Großen oder Golo Manns Biografie Wallensteins. Alle diese Arbeiten, so unterschiedlich ihre Autoren, ihre Themen und behandelten Epochen auch sein mögen, verbindet eine Gemeinsamkeit. Ihnen allen ist es gelungen, eine breite Leserschaft auch außerhalb akademischer Fachzirkel anzusprechen. Wohl, weil sie einen gesellschaftlichen Nerv trafen. In diese Kategorie, das kann man nach einem Jahr belastbar sagen, fällt auch Sönke Neitzels »Deutsche Krieger vom Kaiserreich zur Berliner Republik – eine Militärgeschichte«. Das Buch hat eine lebhafte Debatte über das Selbstverständnis der Bundeswehr und ihre Traditionen sowie über das Verhältnis von Politik und Gesellschaft zu ihren Streitkräften ausgelöst. Auch in der Bundeswehr wurde das Buch breit wahrgenommen und diskutiert. Das lag weniger an dem Mut des Autors, einen historischen Längsschnitt vom Kaiserreich bis heute zu wagen, was für sich schon eine bemerkenswerte Leistung darstellt. Ausschlaggebend für die interessierte Aufnahme des Werkes sind jedoch die durchaus zugespitzten und zum Widerspruch herausfordernden Kernaussagen des Buches. Sönke Neitzel rührt an Fragen, die älter sind als die Bundeswehr. Wie sollen die Streitkräfte einer Demokratie beschaffen sein? Welche Rolle und Aufgabe hat die bewaffnete Gewalt im demokratischen Rechtsstaat zu erfüllen? Welcher Geist soll sie leiten? Und auf den einzelnen Soldaten gemünzt, schließen sich daran Fragen nach der individuellen Geisteshaltung unserer Soldatinnen und Soldaten an, nach ihrer Motivation und Demokratietreue und nach der Bedeutung handwerklicher Tüchtigkeit. Schon den Schöpfern der Konzeption der inneren Führung war bewusst, dass sich der Wert einer Armee letztlich an deren Schlagkraft bemisst. Diese Kernforderung einer mentalen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ist mit den Auslandseinsätzen stärker in den Vordergrund gerückt.
Bereits Anfang der 1990er Jahre hat der damalige Generalinspekteur Klaus Naumann zu Beginn der Balkankriege festgestellt, dass die Bereitschaft eines Soldaten mit der Waffe in der Hand und unter Einsatz seines Lebens für den Schutz unseres Landes und seiner Bürger einzutreten, ihn von anderen Berufen fundamental unterscheidet. Feigheit und Heuchelei sei es deshalb, dieses Alleinstellungsmerkmal zu verschweigen. Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr müssen demnach also, wenn sie ihrem Auftrag gerecht werden sollen, ihr militärisches Handwerk verstehen. Sie sollen fähig und willens sein, zu kämpfen und damit notfalls auch zu töten. Die Frage nach der Bedeutung, den Wurzeln und der Wirkmacht dieses spezifisch soldatischen Ethos, das Sönke Neitzel zufolge auch in der Bundeswehr und dort vor allem in den Tribal Cultures der Kampftruppen lebendig sei, ist der Kern seines Buches Deutsche Krieger. Bereits der durchaus provokante Titel verweist darauf. Der Autor attestiert diesen Tribal Cultures dabei eine stabilisierende Wirkung im Kohäsionsgeflecht der Streitkräfte. Er fragt dann jedoch weiter danach, ob Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik den demokratischen Krieger tatsächlich wollen. Sei dies der Fall, wolle man also eine Armee, die funktional und mental zum Kampf bereit ist, müsse die Bundeswehr, ich zitiere, als militärisches Projekt ernst genommen werden. Ohne diesen Begriff zu verwenden, geht es Sönke Neitzel also um die Frage nach der Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr. Ich zitiere, die reale oder potenzielle Erfahrung vom Kämpfen, Töten und Sterben unterscheidet die Streitkräfte fundamental von anderen gesellschaftlichen Gruppen. Aus der Perspektive des Soldaten haben Begriffe wie Tapferkeit, Pflichterfüllung und Kameradschaft eine viel größere Bedeutung als für einen Versicherungskaufmann oder Parlamentarier. Wer das Kämpfen in den Mittelpunkt seiner beruflichen Identität stellt, sucht sich besondere Vorbilder. Zitat Ende. Müssen Gesellschaft und Politik in Deutschland also nicht nur hinnehmen, sondern im Sinne der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte sogar bejahen, wenn Soldaten sich in erster Linie als Kämpfer verstehen, die losgelöst von staatlichen Systemen ihr Selbstverständnis vorrangig im soldatischen Ethos finden und damit militärische Vorbilder und Traditionen auch außerhalb der Demokratie suchen? Oder trifft der Befund gar nicht zu, dass Soldatinnen und Soldaten in den Kampftruppen sich als ein sui generis betrachten, unter Umständen durchaus auch in Abgrenzung zur demokratischen Zivilgesellschaft? Mit diesen Fragen hat das Buch Deutsche Kriege einen Nerv getroffen. Nicht zuletzt, weil sie auf die größere Frage nach Deutschlands Rolle in der Welt verweisen. Auch im dritten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung wird in Politik und Gesellschaft unverändert heftig darüber gerungen, in welchem Umfang die Bundeswehr Instrument einer aktiven Sicherheits- und Verteidigungspolitik Deutschlands sein kann und soll. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich nochmals bei unseren Gesprächsteilnehmern für ihre Bereitschaft, sich diesen durchaus schwierigen Fragen zu stellen. Wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sich mit Ihren Fragen an der Diskussion beteiligen wollen, nutzen Sie dazu bitte die Chat-Funktion des Streams. Damit darf ich an Sie, Herr Küstner, übergeben und wünsche uns allen eine interessante und lebhafte Diskussion. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite an alle, die hier physisch anwesend sind und auch die, die virtuell da sind und auch alle, die zuhören, zuschauen. Ich bin sehr dankbar, Oberst Lange, dass Sie uns so eine schöne Rampe gebaut haben, von der wir eigentlich nur noch abspringen und ins Thema eintauchen müssen. Und ich bin auch sehr dankbar, Professor Neitzel, dass Sie in Ihr Buch Deutsche Krieger ein Afghanistan-Thema, Afghanistan-Kapitel eingebaut haben und das Thema auch stark beleuchten, weil das mir sozusagen die beste Ausrede bietet, mit meinem Lieblingsthema einzusteigen und das zumindest zu Beginn mal zu nutzen, um von dieser Rampe dann auch wirklich mitten in die Diskussion zu kommen. Ich habe als Korrespondent selber in Afghanistan ziemlich hautnah miterlebt, diese ganze Diskussion darüber, ist das eigentlich Krieg oder ist es nicht Krieg? Eine Diskussion, die vor allen Dingen in Deutschland geführt wurde, weniger unter den Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan selbst. Ich habe
die ständige Klage, das Kopfschütteln von Soldatinnen und Soldaten erlebt, die da in Kundus fast täglich in Feuergefechte verwickelt waren, also von der kämpfenden Truppe, die nicht so recht verstanden haben, warum die Gesellschaft eigentlich das nicht gewürdigt hat, was sie da getan haben und ihren lebensbedrohlichen Einsatz nicht so richtig, entweder nicht wahrgenommen haben oder ihn dann nicht gutiert haben, wenn man sich die Umfragewerte angeschaut hat. Ich glaube aber, dass sich an diesem Beispiel Afghanistan ganz gut das Kernproblem unseres heutigen Abends aufhängen und beleuchten lässt. Wir wollen jetzt nicht uns nochmal durch das ganze Buch durcharbeiten, wir wollen aber uns anschauen, wie sich das Buch so ein bisschen durch die Gesellschaft gearbeitet hat, wie es eigentlich aufgenommen wurde, was ich auch Sie gleich nochmal fragen werde. Ich würde aber gerne tatsächlich beginnen mit dem Buch selbst und mit einem Foto, dass Sie, Herr Professor Neitzel, in Ihrem Buch zeigen und das aus meiner Sicht tatsächlich direkt zum Kern unseres Problems führt. Das ist ein Papier, wer das Buch jetzt da zufällig gerade auf dem Schoß hat, das ist so im ziemlich hinteren Teil, wo die Fotos abgebildet sind, ein Bild oder ein Aushang, den Sie aufgenommen haben, am Polizeihauptquartier in Chardarah, also im gefährlichsten Distrikte Nordafghanistans in Kundus, 2010 aufgehängt von deutschen Soldaten. Das war so ein bisschen Déjà-vu für mich, ich habe das nämlich selber auch gesehen, diesen Satz, der da lautet, aus den Trümmern stand der deutsche Fallschirmjäger auf und schlug Seite an Seite mit unseren Grenadieren die Angriffe unter fürchterlichen Verlusten für den Feind zurück. Also ein Satz, der eigentlich ja NS-Propaganda ist, der stammt aus einem Bericht der Wochenschau vom April 1944 über die Schlacht am italienischen Monte Cassino. Jetzt ist ja nicht ganz klar, ob die Soldatinnen und Soldaten damals wussten, worauf sie sich da beziehen, ob ihnen das so klar war. Aber ich überspitze jetzt mal Professor Neitzel und unterstelle Ihnen, Sie würden sagen, selbst wenn das bekannt war, dann wäre das eigentlich okay, weil dieser Satz eher so eine Art Kampfbereitschaft ausdrückt, vielleicht auch Motivation ist, aber der Bezug auf die Wehrmachtszeit, dass man den dann in Kauf nehmen müsste oder überspitze ich dazu sehr? Naja, der Satz und dieses Zitat ist natürlich nicht erlasskonform und deswegen wurde der Zettel ja auch abgehängt, als dann offizieller Besuch kam. Und ich gehe davon aus, also es ist nicht genau klar, wer ihn aufgehängt hat. Ich habe einen Verdacht, aber genau weiß ich es nicht. Und die Frage ist, wussten die das? Ich glaube eher ja, weil dieses Zitat kommt auch aus so einer Platte, ich sag mal so Lieder, die wir einst sangen, wo also alte Gassenhauer drauf waren. Und da ist das auch zitiert. Und nun muss man wissen, dass die Fallschirmjäger schon auch, sag ich mal, traditionsbewusst waren. Also mich würde das eher wundern, wenn sie das nicht wussten. Also ich wusste es, als ich das Foto gesehen habe, nicht, dass es, also es war irgendwie klar mit NS-Hintergrund, aber dass es aus dieser Wochenschau kam, das habe ich dann auch erst durch die Ausstellung in Dresden gelernt. Was für mich interessant ist, ist ja die Tatsache, dass es aufgehängt wurde. Und das versuche ich ja in meinem Buch zu sagen, dass wir nicht jetzt normativ vorgehen und sagen, das ist gut, das ist schlecht, das dürfen die nicht und so. Dass das nicht erlasskonform ist, wissen wir alle. Aber die Tatsache ist, warum haben sie es aufgehängt? Und das ist ja in einer Situation entstanden, wo die Fallschirmjägerkompanien einen Grenadierzug unterstellt hatten mit den Marern. Und das so die Situation war, die sie jetzt im Kleinen erlebten. Natürlich war das nicht Monte Cassino. Und ich stelle mir das so vor, soweit mir das von den Zeitzeugen gesagt wurde, das ist eben im Polizeihauptquartier mitten im Chardarré und irgendwer hat das halt da aufgehängt. Und jetzt muss man nicht auch fragen, man wird ja wahrscheinlich jetzt keine Kerzen davor angezündet haben, sondern einer hat es halt aufgehängt. Und das zeigt aber, dass man sich in einer ähnlichen Situation gesehen hat. Und wir haben ja etliche, auch schon seit langem publizierte Tagebücher aus dieser Zeit, die eben auch Parallelen ziehen. Das ist ja wie in Greta hier und so. Jetzt würde der Historiker sagen, nein, das ist eben nicht wie in Greta. In Greta ging es um was ganz anderes und da sind 4000 Leute ums Leben gekommen von deutscher Seite und so. Aber das ist ja das Interessante. Wie hat man das sagen, von soldatischer Seite wahrgenommen? Und die heutige Erzählung geht ja auch immer so, dass die Fallschirmjäger auch selber sagen, also die Wehrmacht hat uns da nicht im Kopf rumgespukt.
Das glaube ich auch in der großen Masse. Da waren wahrscheinlich eher US Army und US Special Forces Referenzpunkte, aber so ganz weg war sie halt nicht. Und deswegen habe ich dieses Bild aufgenommen und auch gebracht. Und ich habe das ja irgendwie so betitelt mit, naja, die Truppe hat ihr Selbstverständnis so auf einer ganz eigenen Weise ausgedrückt. Mhm. Und da geht es ja darum, dass wir das zunächst mal darstellen und dass wir die Frage beantworten, warum haben sie es gemacht? Mhm. Aber würden Sie denn sagen, das ist so ein Fall, wo die Gesellschaft sagen muss, wenn die Kampftruppe in Afghanistan das so erlebt, dann müssen wir das aushalten als Gesellschaft, dass die das so wahrnehmen und dass das Ding da auch so hängt? Ja, also ich würde sagen, also nun NS-Wochenschau-Sprüche aufzuhängen, da würde ich jetzt, wenn ich da was zu sagen würde, sagen, Leute, hängt das ab. Ja, das geht nicht, irgendwo bei aller Liebe. Das ist dann auch passiert, ja. So, und auf der anderen Seite, ist das Ding hing da, es wusste ja keiner, dass es da hing, und damit war die Demokratie in Deutschland auch nicht gefährdet. Und wir müssen ja mal sagen, wenn man mal sieht, was in den 80er Jahren in den Bundeswehrkasernen so alles hing, und es gab auch keinen Plot der Bundeswehr gegen die Bundesregierung, dann war offensichtlich im Kalten Krieg die mythische Verklärung der Wehrmacht oder zumindest des Handwerks der Wehrmacht und das Bekenntnis zur Demokratie, beides, überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und zwar bis in die höchsten Spitzen, ich nenne nur Minister Wörner, aber nicht nur der. Also diese beiden Dinge, die wir heute nicht zusammenbekommen, waren damals gang und gäbe. Von daher muss man natürlich Grenzen setzen, würde ich sagen. Aber man sollte auch nicht gleich Schnappatmung bekommen. Und die Frage ist dann ja auch, es ist ja ein Befund, dass sowas gemacht wird. Und wir sind ganz stark da drin zu verbieten. Und die Frage ist, was stattdessen? Das Elbe-Hochwasser oder die Soldaten von 1848 sind es wahrscheinlich nicht. Mhm. Und wir haben enorme Probleme, meines Erachtens, mit diesen Kulturen, die ja durch die soziale Praxis geformt sind, umzugehen. Und wir sollten sie zunächst einmal verstehen und dann natürlich sehen, wie können wir unsere Erwartungen, zivilgesellschaftlichen Erwartungen und die Erwartungen der Truppenkulturen zusammenbringen. Es ist ein Kompromiss, da sind Schritte notwendig, zum Beispiel von der Fallschirmjägertruppe, aber eben, das ist ja mein Argument, auch von der Gesellschaft. Ich glaube, wir sind da schon mittendrin in der eigentlichen Kerndebatte. Also die Frage, muss die Gesellschaft das eigentlich aushalten können, dass in den Streitkräften das, was Sie in Ihrem Buch Tribal Cultures nennen, existieren, die sich also positiv auf so eine Kriegermentalität beziehen, muss die Bundesrepublik im Jahr 2022 sowas akzeptieren, dass es da auch dann zum Teil Rückgriffe auf dunkle Zeiten gibt. Ich würde gerne Sie, Herr Dr. Naumann, damit reinnehmen zu dieser Frage, wie Sie unsere Debatte bislang hier sehen und ob Sie das ähnlich einschätzen wie Professor Neitzel. Ja, vielen Dank. Hören Sie mich jedenfalls? Sehr gut. Prima, prima. Wie sehen Sie auch? Ich finde den Afghanistan-Fall natürlich genauso interessant wie eine ganze Reihe anderer Diskussionspunkte in dem wirklich sehr verdienstvollen Buch. Oberst Lange hat am Eingang gesagt, die Tribal Cultures bilden einen Moment vertikaler Kohäsion, so steht es ja auch in dem Buch. Aber es steht ja in dem Buch auch gleich auch vorne auf den ersten Seiten auch noch mehr. Die Tribal Cultures sind ambivalent. Durch und durch ambivalent, das kommt da gut zum Ausdruck. Sie ermöglichen vertikale Kohäsion und sie transportieren ebenso Gegendeutungen. Wehrmacht zum Beispiel, der Wehrmachtsbezug jedenfalls, wo er ideologischen Tiefgang erreichen sollte. Also insofern sind doch die Tribal Cultures selber zwiespältige Wesen, sagen wir mal. Und die Kunst der Truppenführung und nicht zuletzt auch der inneren Führung besteht ja oder soll darin bestehen, daraus positive Funken zu schlagen und nicht nur irgendwas niederzukämpfen, sondern einen bestimmten Konsens zu entwickeln. Und der Vorwurf in dem Buch lautet richtigerweise, dass es nicht gelungen ist oder zu wenig gelungen ist, die kriegerische Erfahrungswelt in den Tribal Cultures zu vermitteln und zu, heißt es ausdrücklich, zu kanalisieren.
Das ist das eine. Das wird dann generalisiert, dass dort im Kampf eine Kriegerkultur herrscht, ein Gewaltraum sich entfaltet, dass die Kämpfenden erst Krieger und dann Staatsbürger in Uniform sind. Und daneben steht für mich etwas unvermittelt, dass gleichzeitig die Tribal Cultures in der kämpfenden Truppe auch retardierende Tendenzen Ausdruck verleihen, nämlich durch die militärische Regelbefolgung, durch das Ziel der Deeskalation, durch das Vermeiden eines übermäßigen Gewalteinsatzes, durch das Vermeiden unnötiger Verluste und so weiter und so fort. Es heißt sogar ausdrücklich, die Kultur der Bundeswehr wirke dort begrenzend. Das heißt, erstens, diese Ambivalenz ist vorhanden. Und zweitens, dass die innere Kultur, was immer das jetzt sein soll, das wäre ein weiterer Diskussionspunkt, dass die innere Kultur der Bundeswehr offenbar eine irgendwie prägende Kraft auf Primärgruppen, auf Tribal Cultures und so weiter hat und dass es eine Aufgabe der inneren Führung wäre, im Kampfesfall wie anderswo auch, im Gefecht wie anderswo auch, dem einen positiven Ausdruck zu verleihen. Darüber sollten wir, glaube ich, diskutieren, wie man mit dieser Ambivalenz umgeht und welche Chancen innere Führung dort hat, die, na sagen wir mal platt gesagt, die Oberhand zu gewinnen oder zu behalten. Das heißt, Sie würden, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen, dass die Gesellschaft da in gewisser Weise auch auf die Truppe zugehen muss und nicht umgekehrt nur die Truppe sich der Gesellschaft anzupassen hat? Das habe ich jetzt noch gar nicht mal gesagt. Ich habe nur erst mal methodisch gesagt, die Tribal Culture ist keine Monade. Die versteht sich nicht aus sich selber, sondern sie ist selber hochgradig abhängig von Außenwirkungen, von Führung, von gesellschaftlichen Bezügen, von dem, was Moskaus latente Ideologien genannt hat, also Hintergrundvorstellungen von dem, was richtig und was falsch ist. Und in diesem Sinne ist natürlich Gesellschaft in Anführungsstrichen auch in den Tribal Cultures präsent. Das ist aber ein Argument gegen die eherne Struktur der sogenannten Kriegslogik, die bei Herrn Neitzel in dem Buch entfaltet wird. Und er gibt diesen Widerspruch mit der Ambivalenz ja auch Ausdruck. Darauf möchte ich eigentlich hinaus. Diese Tribal Cultures sind durchlässig, sie sind beeinflussbar, sie sind formbar, sie sind unterliegen der Führung. Und wenn man das nicht macht oder das nicht gelingt, dann droht die andere Seite der Ambivalenz, die Verselbstständigung, Gegendeutung und was auch immer. Gut, da über diese Verselbstständigung, Stichwort Staat im Staat, können wir nachher noch ein bisschen intensiver auch diskutieren. Frau Dr. Seifert, Sie haben auch einen sehr engen Draht in die Truppe, haben Soldatinnen und Soldaten im Einsatz vorher, nachher eng begleitet. Würden Sie denn auch diese These unterschreiben, dass es also diese Tribal Culture, Kriegskampfesmentalität so vorherrschend gibt in der Truppe? Ich würde das differenzierter beurteilen. Wie gesagt, haben wir die Soldaten auch im Einsatz, und zwar 2010 im Einsatz in Afghanistan, also in einer Hochphase begleitet. Genau das Jahr. Und es ist genau das Jahr, wo es um die Karfreitagsgefechte geht. Es ist das Jahr, wo es die ersten offensiven Aufstandsbekämpfungseinsätze durchgeführt wurden. Dieses Kontingent bestand aus 5.300 Soldatinnen und Soldaten. Dieses Kontingent hat Erfahrung gemacht, wie wahrscheinlich nur wenige vorher und auch danach. Wir haben dieses Kontingent vor, während, nach dem Einsatz und 3 Jahre später. Gerade weil es uns auch darum ging, zu erfragen, wie denn die kollektive Verarbeitung ist, also die gemeinschaftliche. Weil die Erfahrungen werden nicht in Afghanistan verarbeitet für das Selbstbild, sondern erst danach. Deshalb ist es so entscheidend, auch danach zu gucken und das genauer zu begleiten. Insofern ist das Buch von Herrn Neitzel, so würde ich das eher interpretieren, ein Teil dieser Aufarbeitung.
und trifft in diesem Kern auch den Bereich. Ich würde gleichzeitig aber eher auf die Ambivalenz eingehen, die Herr Naumann angesprochen hat, die man in der Einsatzrealität tatsächlich auch beobachten konnte. Es sind eben keine besinnungslosen Krieger, die dort durch die Gegend laufen, sondern sie erwarten, ich kenne niemanden, also ich habe mit niemandem gesprochen und wir haben im Einsatz über 160 Tiefeninterviews geführt, auch mit denjenigen, die wirklich erstmals ganz vorne standen, also am scharfen Ende. Ich kannte niemanden von denjenigen, der mir auch nur ansatzweise erzählte, dass sie um des Kampfes willen kämpfen, sondern sie erwarteten gewissermaßen eine Friedensdividende. Sie erwarteten, dass das, was sie leisteten, nicht umsonst war, und sie erwarteten, dass die Realitäten wahrgenommen werden von Politik und Gesellschaft. In den Befragungen über 97% der Soldaten und Soldatinnen, es war ihnen wichtig, dass die Gesellschaft ihnen, und zwar ihre Heimatgesellschaft, also ihre Entsendegesellschaft, Rückhalt verleiht. Das heißt, innere Führung, das, was innere Führung tatsächlich fordert, war eigentlich wesentlich präsenter. Es wurde sogar eingefordert. Es wurde aber nicht damit verbunden. Das fand ich eigentlich eher spannend, und auch darüber muss man reden, dass gerade Einsatzsoldaten Flexibilität forderten, Verantwortungsbereitschaft forderten, Rückhalt von Politik und Gesellschaft, klare Aufträge, klare Aufgaben forderten, die auch Aussicht auf Erfolg haben. Da haperte es oft. Es war ein Rumgedruckse in dieser Zeit. Erst mit den Karfreitagsgefechten, mit den Bombardements auf die Tanklaster im September 2009, fing hier eigentlich erst eine Debatte an, was erleben die Soldaten dort vor Ort. Das hat gedauert, bis überhaupt hier etwas angekommen ist. Und es gibt zwei Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Erfahrungen der Aufarbeitungsdebatte. Während der eine Umgang sozusagen eher auf Abgrenzung setzt und damit auch auf Abschottung, also auf Tribal Cultures, wobei ich den Begriff nicht ganz treffend finde in diesem Zusammenhang, aber darüber können wir vielleicht auch noch mal reden, setzt der andere auf Integration und fragt, welchen Ort haben diese Erfahrungen in unserer Gesellschaft? Diese Aufarbeitung ist eben keine Bundeswehr-interne, auch wenn wir jetzt hier überwiegend eher in bundeswehr-internen Kontext sitzen, Aufgabe, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb bedauere ich es auch sehr, dass Frau Streck-Zimmermann nicht dabei sein kann, weil ich es mir wünschen würde, auch für die Bundeswehr, auch für die Truppe, dass diese Erfahrungen tatsächlich gesamtgesellschaftlich aufgearbeitet werden und daraus auch gemeinsame Traditionsbestände entstehen, die eben nicht Staat im Staate sind. Es gibt ja das Versprechen der Politik, den Einsatz nochmal in einer Enquete-Kommission auch aufzuarbeiten. Vieles von dem, was Sie ansprechen, ja, was denn? Oh, mal sehen, was da rauskommt. Ja, ich werde das sehr intensiv beobachten. Und es soll ja auch einen tatsächlichen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu zumindest den letzten Wochen des Einsatzes geben. Vielleicht ist das zumindest eine Chance, da nochmal anzuknüpfen. Und man hat ja gesehen zumindest, dass in den Wochen des Abzugs und auch in der Evakuierungsmission Kabul, dass zumindest da nochmal eine Art Betroffenheit oder auch eine Debatte irgendwie aufkam. Herr Sieger, nach dem, was Sie jetzt gehört haben, wo würden Sie sich da ansiedeln bei dieser Ambivalenz? Oder würden Sie sagen, ja, Herr Professor Neitzel hat recht, es gibt in der Truppe diese Tribal Cultures und sie braucht sie auch. Wo stehen Sie da? Also für mich ist das zuallererst mal keine Frage des Entweder-Oders. Es ist für mich eine Frage des Sowohl als auch. Und jetzt kann man sich trefflich darüber streiten, wie viel oder wie wenig, wie stark ausgeprägt oder wo ganz genau. Im Kern geht es eigentlich immer um das Gleiche. Das Erste ist, wofür bin ich bereit, alles einzusetzen, was ich habe für dieses Land? Das ist die Begründungsebene. Ich muss wissen, wofür ich in den Einsatz gehe, wofür ich bereit bin, zu sterben, mein Leben einzusetzen oder notfalls auch zu töten. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist dann darüber nachzudenken, und das ist eine Abstraktionsebene höher, wie hat sich das eigentlich durch die Geschichte der Bundeswehr durchgezogen? Es war relativ leicht,
einen Begründungszusammenhang herzustellen in der Hochphase des Kalten Krieges, schon viel schwerer am Ende des Kalten Krieges, dann nochmal neu zu lernen, dass, und ich verwende das Bonmot einfach, die Freiheit auch am Hindukusch verteidigt wird. Was bedeutet das? Das ist die Frage des Wofürs, auf die Gesellschaft und Politik eine Antwort geben muss. Und jetzt haben wir seit 2014, insbesondere durch die Veränderung der sicherheitspolitischen Lage, haben wir, obwohl es keinerlei Bedrohungsperzeption in unserem Land gibt, haben wir eine Hinwendung oder eine Rückwendung zur Landes- und Bündnisverteidigung und sind nicht mehr bei zeitlich begrenzten, räumlich begrenzten Kriegen oder Gefechten, sondern müssen im Kopf denken, was bedeutet eine kriegerische Auseinandersetzung, ein Konflikt heute. Und wenn Sie heute einen Soldaten fragen, bist du bereit, dein Land zu verteidigen, dann sagt er ja. Und dazu gehört aber nicht nur kämpfen können, dazu gehört auch gewinnen wollen. Und die Frage ist, denn die Alternative geht ja nicht. Also ich kann zwar kämpfen, aber will nicht gewinnen. Also dann kann ich meinen Auftrag auch nicht ausführen. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo finden Sie denn Anlehnungsbeispiele? Und mit wem können Sie sich denn darüber austauschen? Und wo finden Sie denn Möglichkeiten, dieses zu artikulieren, was das mit Ihnen emotional macht, was das mit Ihrem Umfeld macht? Und an dieser Stelle haben selbstverständlich aus meiner Sicht Tribal Cultures einen Wert. Aber für mich ist das, was derzeit eine viel größere Diskussion wert ist, ist die Frage, was soll die Bundeswehr, was sollen deutsche Soldaten? Sind wir bereit dazu, zu akzeptieren, dass die Bundeswehr nicht nur ein sehr selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft ist, sondern dass Soldaten wertzuschätzen sind, weil sie bereit sind, diesem Land zu dienen unter Einsatz ihres Lebens? Also können wir diesen Sprung gehen? Und auch da können wir die Geschichte der Bundeswehr durchdeklinieren, mal mehr, mal weniger. Und es ist nur zu verständlich, dass die sich jeden Tag damit beschäftigen müssen, was heißt es denn, anzugreifen, zu verteidigen, in einer Gefechtssituation zu stehen, weil das Kampftruppen sind, das ist genau deren Auftrag, dass die Antworten suchen. Die Antworten müssen wir als militärische Führung geben, aber nicht alleine. Die Antwort können wir auch in eine Gesellschaft transportieren. Aber noch wichtiger ist, dass Gesellschaft und Politik sagt, wofür Streitkräfte, wofür Bundeswehr und was sollen die können. Und da würden Sie, Herr Professor Neinzel, dann sagen, genügend Antworten findet die kämpfende Truppe eben nicht von Seiten der Politik und der Gesellschaft. Also sie fühlt sich eben nicht genug gewürdigt und klare Ziele gesetzt, das war ja in Afghanistan. Frau Seifert hat das gesagt und ich will auch nochmal auf den Punkt von Herrn Naumann und Herrn Dieger kommen. Es ist genau das Grundproblem, das würde ich auch sagen, die Frage, was wollen wir wollen? Was wollen wir damit? Wir können ja auch die Bundeswehr auflösen. Die ist nicht beantwortet, zumindest nicht ehrlich beantwortet von der Politik. Jetzt ist man aber, wenn man in einer Kampftruppe ist, wofür habe ich Leopardpanzer und Artillerie und ich weiß nicht was? Und was übt man ständig, auch in der Sprache, in der taktischen Ausbildung? Das ist ja in der Regel nicht Brunnenbohren. Und das ist genau das Problem. Und deswegen würde ich auch auf die Ambivalenz, die würde ich auch unterstreichen, so habe ich zumindest mein Buch verstanden, dass diese Tribal Cultures, die sind einfach da. Ne? Also das sind ja, ich beschreibe sie als die Kulturen der Truppengattung. Die sind mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Hängt auch von der Einheit ab, vom Führer. Und sie werden eben auch gemacht. Auch auf den Punkt hat Herr Naumann, ich konstruiere solche Kulturen mit Liedern, mit Regeln. Sie können auch wieder zerstört werden. Aber es ist was Konstruiertes. Wenn die Politik mir diese Antworten nicht gibt, und jeder will das natürlich. Übrigens, auch die Soldaten im Kaiserreich wollten antworten. Auch die Wehrmachtssoldaten wollten antworten. Diese Idee, die bei manchem Soziologen durch den Kopf schwirrt, des Soldaten sui generis, des Nursoldaten, das halte ich für Quatsch. Das gibt es ja gar nicht. Ne? Also bis auf ein paar Söldner vielleicht oder so. Aber die großen Wehrpflichtarmeen, die großen Armeen waren immer die Frage, wofür kämpfe ich? Und es gibt immer eine Verbindung vom gesellschaftlichen, politischen Rahmen und der Truppe. Der ist vielleicht nicht so eng, wie wir uns den wünschen, aber der ist immer da. So. Wenn diese Antworten nicht kommen, die soziale Realität, die aber unser ganzes Sein prägt, eine ganz andere ist, was bleibt mir denn dann nicht noch? Was bleibt denn noch? So, und dann kommen eben diese Tribal Cultures, weil das ist eine
Sprache, die man spricht. Das ist sagen Familie, da versteht man sich, das sind Sinndeutungen. Und dann geht es halt, wenn es so völlig im luftleeren Raum entwickelt, dann ist eben auch die Möglichkeit da der Fehlentwicklung. Und die Bundeswehr ist ja und die Bundesrepublik ganz groß im Verbieten gewesen. Also zu sagen, was nicht geht, war man super, aber man hat nie gesagt, was stattdessen. Und meines Erachtens hat sich die Bundeswehr bis heute nicht ehrlich wirklich gestellt, also alle wissen es, aber keiner sagt es richtig, warum brauchen die Vorbilder und wenn die da irgendwie, keine Ahnung, einen Tigerpanzer bei sich im Spind haben, warum ist das so? Das kann man zwar verbieten, aber warum ist das so? Und wenn wir den Tigerpanzer nicht wollen, und da gibt es ja viele Gründe dafür, was bieten wir stattdessen an, was aber artgerecht sein muss. Und dieser Diskussion stellt man sich nicht, weil sie politisch extrem schwer vermittelbar ist und auch journalistisch extrem schwer vermittelbar ist. Also drückt man es weg. Und damit hat man genau den gegenteiligen Effekt, dass in Zeiten des Internets alles verfügbar ist. Solche Plakate da gemacht werden, die werden halt abgehängt. Man muss sich nur mal auf, ich habe eine schöne Sammlung zu Hause, die Patches anschauen, die illegal in Afghanistan hergestellt wurden. Und wenn man fragt, viele Obristen, die gedient haben, meine Leute haben die nicht getragen, die haben die natürlich nicht im Lager getragen, aber das ist eine tolle Sammlung, die sicherlich nicht innere führungskonform ist. Aber warum haben die das gemacht? Also wir müssen, genau, Herr Naumann hat auf diese Ambivalenzen hingewiesen. Wenn wir nicht wollen, in Zeiten des Internets, dass es sich sozusagen ein Graubereich entwickelt, müssen wir ja integrieren durch Differenz. Also alle Identitäten müssen sich in der Bundeswehr wiederfinden, vom Kommandosoldat bis zum Cyberkrieger. Und da müssen wir Angebote machen. Die Angebote müssen aber artgerecht sein. Und von daher würde ich immer sagen, da müssen wir auch akzeptieren, dass Leute, die also einen sehr rustikalen Job haben, weil wir vier fliegen ja nicht nach Kabul zum Flughafen und stehen an den Gates, ja, wir berichten vielleicht darüber. Also wenn wir Leute haben, die das machen und von denen wir auch verlangen, dass sie resilient sein sollen, dann braucht es auch ein entsprechendes Mindset. Aber also muss das dann, muss das Vorbild dann in dem Fall die Wehrmacht sein oder gibt es, Herr Generalsieger, nicht andere Anknüpfungspunkte oder andere Ideale, an denen man sich auch als kämpfende Truppe orientieren kann? Ich glaube, die Frage ist so zugespitzt. Das ist mein Job. Die Frage ist so zugespitzt, dass sie in die Irre führt. Okay. Selbstverständlich muss die Wehrmacht nicht das Vorbild sein. Darf sie nicht sein. Und das um ihr Verb zu nutzen. Ja? Und ich bin absolut bei Professor Nalto, das darf sie gar nicht sein. Das wollen wir auch gar nicht. Aber jetzt stellen Sie sich mal eine Welt ohne Internet vor. 1970. Und jetzt überlegen Sie mal, wie man denn im Kalten Krieg versuchen kann zu verstehen, was Kämpfen heißt. Und wo Sie dann gucken. Und jetzt kann man das mal ideologisch entkleiden und kann sagen, dann lese ich etwas, was irgendwo aufgeschrieben ist. So, heute sind wir weiter. Heute können wir sagen, was heißt es denn, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, was heißt Verteidigung heute, wie muss ich mir ein solches Gefecht, gerade bei Landstreitkräften oder beim Heer denn vorstellen und was bedeutet das im Kleinen? Und schon bin ich bei Operationsgeschichten, schon bin ich bei Nachbildungen, die ich studieren kann, aber heute nicht mehr rückwärtsgewandt in einen Zweiten Weltkrieg schauen muss und ich eben nicht Wehrmacht als Institution, sondern Kampfhandlungen während des Zweiten Weltkriegs, sondern ich kann heute natürlich im Internet auch wo ganz anders hinschauen, da es genug kriegerische Auseinandersetzungen auf dieser Welt gibt. Aber ich werde schauen, um überhaupt eine Idee zu bekommen, was es denn alles heute heißen mag. Denn wenn ich mir das nicht vorstellen kann, wenn ich nicht eintauchen kann in das, was mich erwartet, was ich können soll, womit ich es zu tun kriege, fehlen mir Referenzrahmen und ich brauche Referenzrahmen. Aber ausdrücklich brauche ich den nicht, der Wehrmacht als Institution, den wollen wir nicht, den brauchen wir nicht. Und ich gehe so weit, den habe ich auch nahezu gar nicht gesehen. Auch in den letzten 3 Jahren nicht, als ich in meiner Funktion als BA unterwegs war. Es ist die wirkliche Auseinandersetzung, was heißt es? Und das halte ich für enorm wichtig.
Und dem dürfen wir uns auch annehmen. Und so sehr wir ja über den Traditionserlass beispielsweise auch immer mal wieder sprechen und vielleicht auch kontrovers darüber sprechen. Also er lässt eine Sache zu, die früher nicht zugelassen wurde, nämlich die Auseinandersetzung mit Operationsgeschichte und das Verengen auf Kampfhandlungen von anderen Zeiten, um daraus militärtaktisches oder Verhalten zu erlernen und zu studieren. Es gab Zeiten, wo das nicht möglich war. Und er sagt ja sogar, die Leistungen von Vorgängerarmeen finden in der Bundeswehr Anerkennung. Steht auch da drin. Also da sind wir durchaus weiter. Wir neigen reflexhaft natürlich immer zu sagen, die Wehrmacht. Und wir orientieren uns an der Wehrmacht. Ich kann das nicht bestätigen. Ist denn denkbar, dass eines Tages man sich als Soldaten irgendwie Afghanistan oder Kampfhandlungen in Afghanistan als Vorbild dann nimmt? Das wird ja schon gemacht. Nicht? Man muss ja nur in Seedorf in den Traditionsraum des Fallschirmregiments 31 sehen. Da spielt das eine ganz große Rolle. Und ich glaube, es ist unglaublich schwer, einen wirklich sauberen empirischen Befund zu erheben, weil alle Soldaten, die man befragt, wissen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und man muss sich schon sehr genau kennen, dass man diese Firewalls erhöht. Deswegen wird jede Umfrage meines Erachtens verzerrt sein. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Bezüge, die es auf die Wehrmacht gibt, rauswachsen aus der Bundeswehr. Dass diejenigen, die noch in den 1990er Jahren eingetreten sind, viel stärker geprägt sind als jemand, der im Jahre 2018 in die Bundeswehr kommt. Die Kasernen sehen anders aus und so. Wir können nicht bestimmen, was in den einzelnen Köpfen vorgeht. Aber dann ist es sehr truppengattungsunterschiedlich. In bestimmten Dingen spielt das überhaupt keine Rolle. Also wenn wir an die Jägertruppe denken, ist es, glaube ich, eher die Befreiungskriege und vielleicht der Erste Weltkrieg oder sowas. Oder auch bei der Aufklärungstruppe. Und dann muss man immer fragen, wie relevant ist das eigentlich für den Alltag? Also selbst wenn da irgendwo ein Bild hängt von irgendeinem alten General oder so, wie relevant ist das wirklich für den Alltag? Und ich glaube, dass das, dass wir wahrscheinlich in 30 Jahren oder so darüber nicht mehr reden werden. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie die Bundeswehr verwendet wird. Und wenn ich Kampf, jetzt Bündnis- und Landesverteidigung ausbilde und Panzertruppengefechte ausbilde, die Panzertruppe ist halt taktisch basiert auf der Wehrmacht. Sie kann diese Dinge und das Einmaleins von bestimmten Dingen hat sich halt so sehr nicht verändert. Also das Grundhandwerkszeug. So. Und wir haben aber selbst in dem noch nicht verabschiedeten neuen Liederbuch der Bundeswehr, ich habe mir ein Exemplar gesichert, wer weiß, ob es wirklich verabschiedet wird. Wenn Sie auch singen dann, wenn Sie es schon haben? Ja, ich kann es, nein, ich möchte das den Zuhörern nicht, meine Gesangskünste, sagt meine Frau, sind nicht wirklich ausgeprägt, aber das Interessante ist ja, welche Lieder da aufgenommen worden sind. Und da hat man eben die Truppe auch befragt, da ist eben Rot scheint die Sonne drin von den Fallschirmjägern, weil die gesagt haben, wenn ihr ein Liederbuch macht, ist es da drin. Da ist auch, ob stürmt oder schneit von der Panzertruppe, also alles Lieder, die in der NS-Zeit entstanden sind. Das ist jetzt eine abgespeckte Version und so. Aber das zeigt ja, dass wir, also diese Bezüge zumindest in einem weiteren Rahmen, zumindest sind sie noch da. Ne? Aber sie sind natürlich viel weniger da als in den 1990er Jahren oder den 1980er Jahren. Ja, Herr Naumann, gerne. Ja, um meinen ironischen Beitrag zu machen, könnte man vielleicht in die Lage kommen, dass die Truppe in der politischen oder in der historischen Bildung interessiert sein könnte, mehr über die Wehrmacht zu wissen. Ich meine, was Sie skizzieren, ist das Bild einer geschichtslosen Truppe, die aus ihrem unmittelbaren Erfahrungsraum lebt und aus sonst gar nichts. Da würde ich sagen, ja, das wird ein Großteil akut und ganz pragmatisch so sein. Und trotzdem werden immer, ob durch Internet vermittelt oder was, immer wieder Rückfragen kommen, was war denn das da eigentlich? Warum sahen die so toll aus? Warum sind wir heute so schäbig? Oder wollen wir da wieder hin? Oder warum war das alles grundverkehrt? Und wie konnte das passieren? Also dieses Verhältnis von einer positiven oder vor allen Dingen negativen Distanz, das ist doch ausgesprochen wichtig für die Reflexion des eigenen Standortes. Also ich glaube nicht. Da würde ich Ihnen sehr zustimmen, Herr Naumann. Nur wir müssen, Sie kennen das ja wahrscheinlich noch besser als ich, die Eindringtiefe von Geschichtsunterricht in die Bundeswehr. Jetzt bei den Stabsoffizieren ist das alles kein Problem. Aber wenn wir an die Breite der Truppe denken, dann ist das glaube ich, überschaubar.
überschaubar. Nicht? Und wenn wir, was man in 12, 10, 13 Jahren Schule nicht angerichtet hat, schafft dann in der Regel auch nicht der Freitagnachmittag mit einer Geschichtsstunde. So, und da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Sachen, aber das Geschichtswissen, glaube ich, nimmt eher ab in der Bundeswehr, meines Erachtens, parallel zur Gesellschaft. Nazi, ich habe jetzt erst mal gesagt, was wünschenswert ist. Ja, da bin ich, also als Historiker sind wir da absolut einer Meinung und das wäre sehr schön. Nicht nur, weil es im idealen Sinne wünschenswert ist, sondern weil es in einem funktionalen Sinne der Professionalität wünschenswert ist. Ja, und ich schreibe ja auch zum Beispiel in meinem Buch über die handwerklichen, oder ich glaube, sehr kritisch über die Wehrmacht zu schreiben und sage, dass die Wehrmacht eigentlich auch gerade im Kalten Krieg in ihrer handwerklichen Perspektive aus meiner Sicht mythisch überhöht wurde. Ja. Und ich schreibe auch einmal garstig über die Bundeswehr, dass sie eigentlich über Paul Carell nicht hinausgekommen ist in ihrer Perzeption der Wehrmacht, und ich erkläre das auch, warum das so war. Und da braucht es ja gerade auch einen guten Geschichtsunterricht, um ebenengerecht zu sagen, also wir deklinieren das mal durch. Und es ist eben nicht so wie bei Paul Carell, sondern da sind enorme Defizite. Und allein deswegen können wir uns daran gar nicht anknüpfen, weil das dann Mythenerzählungen sind, die in den 50er, 60er Jahren vielleicht ihre gesellschaftliche Bedeutung hatten, aber die wir heute dekonstruieren müssen. Wie weit ist denn, Herr Dr. Naumann, die Truppe da aus Ihrer Sicht? Also, oder wie geschichtsbeflissen oder vergessen ist sie? Gott, naja. Oha. Große Frage, aber Sie kennen sich ja aus mit innerer Führung. Es stehen hier keine Gesamtdiagnosen, aber im Rahmen der Diskussion um den Traditionserlass 2017-2018 ist ja klar geworden, dass da nach wie vor Nachfragen auftauchen. Wo kommt meine Truppengattung eigentlich her? Wer war das früher? Darf ich mich damit beschäftigen oder lieber nicht? Ist das vermintes Gelände, No-Go-Area, oder ist das trotzdem interessant? Und wenn es interessant ist, in welcher Hinsicht? In einer wertmäßigen? Nö, wahrscheinlich nicht. In einer handwerklichen? Vielleicht doch. Also da gibt es eine ganze Reihe von Nachfragen, und das ist gewissermaßen legitimer Stoff der Truppenbildung und auch der Truppenausbildung. Es muss nicht der Sandkasten sein, aber auch der Ausbildung. Frau Dr. Seifert, wie sind Ihre Erfahrungen da innerhalb der Truppe? Ich umschreibe es vielleicht mal mit einem Zitat aus dem Interview, was das irgendwie sehr deutlich macht. Ein junger Mannschafter, der selber, also gerade die Jüngeren, die ja am Boden, das ergibt sich so, tatsächlich mehr Erfahrungen auch gesammelt haben in Kampfsituationen, der sehr deutlich formulierte, vorher war für uns vielleicht der ein oder andere Wehrmachtssoldat noch ein Vorbild. Danach spielte das keine Rolle mehr. Das ist interessant. Das also sollte nach der Afghanistan-Erfahrung spielte das für uns eigentlich keine Rolle mehr. Das waren Scharfschütze. Das sind also Erfahrungen, die durchaus auch eine Rolle. Erfahrungen werden umgewandelt in Identität. Das ist schon richtig. Die Bundeswehr ist aber natürlich sowohl von ihrer Identität als auch von ihrer Kultur wesentlich vielfältiger, als wir das jetzt suggerieren gerade. Mhm. Also wir diskutieren jetzt sehr um die Kampftruppen, das ist auch nachvollziehbar im Kernbereich. Die Bundeswehr ist aber natürlich, und das war sie seit jeher, also die Dienstgradgruppen, die Tätigkeitsbereiche unterscheiden, die Waffengattungen unterscheiden sich natürlich in ihren Identitäten und seit jeher. Die Afghanistan-Erfahrung hatte eine neue Erfahrung obendrauf gesetzt und möglicherweise auch was verändert. Mir scheint es interessanter zu sein, also die Erlebnisgeneration ist das eine, und ich glaube, darüber müssen wir uns gar nicht so sehr streiten, sondern da gibt es inzwischen viele Berichte und auch Beschreibungen, und das wird auch die Geschichtswissenschaft entsprechend aufschlüsseln. Sondern mir scheint entscheidend zu sein, zu fragen, wie wir damit umgehen wollen. Und zwar sowohl innerhalb der Bundeswehr als auch im Verhältnis von Bundeswehr, Politik und Gesellschaft. Das ist für mich, wie gehen wir mit dieser Afghanistan-Erfahrung um und was bedeutet das? Und es
wird schnell eine Diskrepanz oder eine Differenz aufgemacht zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. In einem Punkt, und das ist bemerkenswert, wir reden viel über Motivation oder Herr Sieger hat das auch angesprochen, wofür eigentlich? Und ich hatte das nicht umsonst gesagt, dass gerade die Frage nach dem Sinn, wofür tun wir das eigentlich? Und ist das Erfolgs, also welche Erfolgsaussichten hat das, was wir tun? Und natürlich gehört zu einem soldatischen Spektrum auch der Kampf dazu. Also das ist eine wesentliche Aufgabe, das ist militärisches Handwerk. Mit militärischem Handwerk alleine kommt man heute aber kaum, und auch die Kampftruppe kommt man heute kaum zurecht, das reicht alleine nicht. Sondern man muss wesentlich mehr können. Das ist anspruchsvoller geworden. Und die Balance zu halten zwischen diesen Aufgaben ist hochgradig spannend und hochgradig herausfordernd. Das kann bei dem einen oder anderen auch dazu beitragen, dass man eher sich vielleicht zurückzieht auf einfachere Aufgaben. Um nochmal zurückzukommen, für mich ist entscheidend die Frage, wie gehen wir mit dieser Afghanistan-Erfahrung um, welchen Stellenwert hat sie und wie ordne ich das auch ein, welchen Ort haben diese Soldaten, die diese Erfahrung gemacht haben und für die das natürlich prägend und identitätsrelevant ist, welchen Ort haben die in unserer Gesellschaft und was haben sie für Ansprüche auch und Anforderungen an Politik und Gesellschaft zu stellen. Es ist also ein Wechselverhältnis und da müssen wir ein bisschen differenzierter gucken. Also die Sinnfrage, die drängt sich ja jetzt geradezu auf, oder Soldatinnen, Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt aus dem Einsatz zurück sind, die diese Taliban-Machtübernahme dann im Fernsehen verfolgen mussten, das hat ja welche, die ohnehin schon traumatisiert zurückkamen, dann auch nochmal retraumatisiert. Also das sind ja wirklich einschneidende Bilder und Erlebnisse gewesen. Wenn wir bei der Sinnfrage sind, also reicht dann, Herr Professor Neitzel, dass die deutsche Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt? Oder ja, nehmen wir die aktuelle Lage an der Grenze zur Ukraine, erschließt sich dann nicht quasi von selbst, dass Deutschland Streitkräfte braucht, weil sie ja ich glaube, bei dem deutschen Einsatz der Bündnisverteidigung in Litauen, ich glaube, dass man den Soldaten in Rukla nicht erklären muss, warum sie da sind, sondern das ist quite obvious. Bei Afghanistan ist es was ganz anderes. Wenn man die Afghanistan-Berichte ihrer Vorvorvorgänger der BEA schon von 2002 liest, dann haben schon Fallschirmjäger aus Farel, die als Erste da waren, schon früh 2002 die Frage gestellt, was machen wir jetzt konkret hier? Und die Politik soll mal die Füße stillhalten, steht in einem der BEA-Berichte drin. Ja. Also diese Frage ist halt nie wirklich beantwortet worden. Und sie wird ja auch, wenn man heute mit der Politik spricht, ist es ja meiner Erfahrung faszinierend, wie man es eigentlich nicht schafft, mit einem ehemaligen Minister oder im Kanzleramt tätigen Menschen auf eine Ebene zu kommen, weil diese Sinnfrage, was habt ihr gewusst von Afghanistan, was habt ihr euch gedacht, welche Wirkung habt ihr euch vorgestellt, das gar nicht die Ebene ist, über die gesprochen wird. Wir gingen dahin, 9/11, die Kanzlerin, G7-Gipfel, ich weiß nicht was alles. Also die Kanzlerin hat es ja, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, aber auch so weit wie möglich von sich fernhalten. Aber wenn man mit Leuten spricht, die näher an der Kanzlerin dran war und für mich interessante Fragen, was habt ihr wirklich von Afghanistan mitbekommen, was habt ihr im Kanzleramt gesprochen, waren euch die Berichte der PRT-Kommandeure bekannt, da habe ich bisher noch keine Antworten drauf bekommen. Und das zeigt ja, dass man, oder nehmen wir auch Reden, die gehalten worden sind, nehmen wir die Reden der Bundespräsidenten, nehmen wir die Reden der Minister. Man schämt sich ja zum Teil heute, wenn man sich das im Internet anguckt, was da für ein Unsinn erzählt worden ist. Nicht? Und dass das die Truppe sich zum Teil verschaukelt vorkommen musste, weil ihre soziale Realität eine völlig andere war. Und wenn man sich nur mal die Aufgaben der PRT-Kommandeure anschaut, was sie erreichen sollten, da würde ich sagen, eine Mission Impossible. No way. Trotzdem hat man es irgendwie versucht und man hat irgendwie improvisiert und so weiter. Man hat sich natürlich irgendwie einen Sinn selbst zurechtgelegt. Keiner will sinnfrei etwas tun. Es gibt dann natürlich Marginalisierung, es gibt die Fähigkeit des Menschen, kognitive Dissonanzen aufzulösen. Aber da hat sich meines Erachtens die Politik, müsste man jetzt natürlich wieder näher differenziert, massiv versündigt.
Und man kann ja eigentlich froh sein, dass es die Tribal Cultures gab, weil die dann noch Sinnstiftung gegeben haben. Nicht? Weil jeder hat natürlich Hilfskonstruktionen gehabt, aber wenn ich mir die Jungs, die auch Frau Seifert untersucht hat, die Seedorfer Gang, die da in 2010 da waren, da mit den Gesprächen, die ich geführt habe, ist schon irgendwie klar gewesen, wir gehen da als Fallschirmjäger hin und wir wenden auch das an, was wir gelernt haben. Also es wäre dann Kämpfen um des Kämpfen willens. Naja, also ganz so platt sicher auch nicht. Ich meine, die Leute, die haben auch, selbst die Seedorfer sagten, also nein, schön nein, ist das nicht. Ich kenne die auch, das würde ich ja, da auf der Höhe 432 wollen, zu kämpfen und so, aber dass da ganz viele auch in den Kampf wollten und dass sie das auch umsetzen wollten, nicht? Und dass sie auch sagten, wir sind dafür dazu da, das zu machen und wir sind vielleicht auch besser als die 26er und diese ganzen Dinge, die spielten schon eine Rolle. Und ich habe selbst einen PRT-Kommandeur mal gefragt, der später Kommandeur des Zentrums innere Führung war, wie er denn den Sinn konstruiert hat. Ja. Auch politisch. Und dann sagte er nur, ja, das konnte man nicht, diese Fragen habe ich mir nicht gestellt, weil dann hätte ich ja meine Aufgabe gar nicht ausführen können. Also da gibt es ganz viele an Marginalisierungs- und Wegdrückprozesse, die wir in allen Kriegen, die die Deutschen geführt haben, wunderbar beobachten können. Also da fehlte es einfach an Sinnstiftung. Das ist ja auch ein Befund, den auch Herr Naumann in seinen Schriften immer wieder rausgearbeitet hat. Ich habe also als Journalist in Afghanistan eine, muss ich sagen, sehr reflektierte Truppe, die sich mit dem auseinandersetzte, was sie und sich die Sinnfrage fast täglich stellte, erlebt. Insofern, ich würde denen das nicht unterstellen wollen. Deshalb stellt sich mir die Frage, braucht man diese Tribal Culture kämpfen eigentlich? Aber Herr Sieger... Also die sind einfach da. Also ja, es ist nicht so, die können nicht sagen, haben wir Deutschen eine Kultur oder nicht. Also die Tribal Cultures sind da. Und wir können über die Ausprägung von Tribal Cultures sprechen. Wir können darüber reden, wie waren die drauf und so. Und gibt es da Fehlentwicklungen? Aber die Kulturen der Truppengattungen sind, seit es die Bundeswehr, seit es Militär gibt, schlicht da. Also wir können nur über die Ausprägung diskutieren. Herr General. Das ist im Übrigen auch gar nicht schädlich, dass Sie da sind. Ja, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Aber ich würde es mal gerne 27 Ebenen tiefer hängen. Jemand, der sich hinstellt und sagt, ich gelobe oder ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit tapfer zu verteidigen. Selbst wenn der eine Fragestellung hat, was soll ich hier? Dann muss er ja trotzdem. Geht sofort treu dienen trotzdem an. Und wenn der dann noch weiß, und auch das wissen wir, weil wir das gelernt haben, weil so geführt wird, dass Befehle nicht einfach so da sind und Angebote zu einem Verhalten sind, sondern dass sie nach besten Kräften, also all in auszuführen ist, dann brauche ich nicht mehr überlegen, dass eine Kampftruppe, die eingesetzt wird, übrigens genauso wie jemand, der Netzwerk verkabelt, oder aber logistische Tätigkeiten durchführt, dass der All-In geht, dass der treu dient und dass er diesen Spagat auch aushält, wenn er eben nicht gleich eine Antwort hat. Aber die Verpflichtung, die sind wir immer schuldig, wenn unsere Frauen und Männer eben diesen Eid dann auch leisten. Das ist vielleicht so die eine Linie. Die zweite Linie, die ich an der Stelle gerne anführen möchte, ist, dass wir hatten es vorher mit Dr. Naumann zum Thema Bildung, historische Bildung. Und für mich haben wir hier einen wirklichen Unterschied zwischen Wehrpflichtarmee und freiwilligen Streitkräften. Wenn wir heute sagen, dass die durchschnittliche Verpflichtungszeit in den Streitkräften bei um und bei 10,x Jahren ist, dann ist es was anderes als zum Schluss 9 Monate Wehrpflicht. Umso wichtiger ist an dieser Stelle das Thema Bildung, und zwar in ihren unterschiedlichen Facetten. Und deswegen sind wir auch gut beraten, uns dem zu nähern. Ich gehe also jetzt mal von der Außenperspektive, wer alles sagen muss, wofür wir da sind, in die Innenperspektive und sage, was wir selber auch tun müssen. Und an der Stelle wird es bei mir unheimlich spannend, weil ich jetzt zurückkomme zu dem Papier, das
so alt ist, dass es viele schon gar nicht mehr kennen und auch noch vor der Bundeswehr datiert. Da hieß es nämlich ebenso wichtig wie die Ausbildung des Soldaten ist seine Charakterbildung und Erziehung. Und bei Charakterbildung sind wir bei Persönlichkeitsbildung und bei Bildung. Und deswegen, das ist 1950 Himmelroder Denkschrift, noch bevor es eine Bundeswehr gab. Also der Bildungsaspekt, der vorhin auch hier der Fehlende beklagt wurde, das kann nur unterstreichen, da sind wir gut beraten, hier auch in Zukunft etwas zu tun. Mehr zu tun als bisher, das wirft natürlich andere Fragen auf. Aber ein Satz dazu nur, man sollte immer als Historiker, kann man sagen, die Bundeswehr, seitdem es sie gibt, redet über Bildung. Die sind Kilometer von Akten dazu im Militärarchiv und sie hatten nie dieses Ideal umsetzen können. Und das ist gut, ich bin auch in einem Bildungsberuf tätig, bin immer dafür. Aber wir müssen auch sehen, welche Grenzen das hat, ne? Und dass wir uns nicht selbst belügen. Also Bildung ist gut, Einfluss ist gut. Wenn man jetzt mal sieht, europäische Arbeitszeitverordnung, es gibt nur 41 Stunden die Woche. Früher hatte man 60 Stunden Wochen. Die Zeit ist limitiert, was die Leute alles können sollen. Es ist eigentlich dieses Bildungsideal, was wir hier alle haben, ist eigentlich unmöglich umzusetzen. Das muss man auch sagen. Ja, Dr. Naumann will direkt darauf antworten. Ich meine, wie kommt es dann, dass das ZMSBW in einer jüngsten Erhebung, die ein Kollege dort gemacht hat, der jetzt an der sogenannten Extremismusstudie sitzt, zu dem Ergebnis kommt, dass Bundeswehrangehörige sich nach Ende ihres Dienstes, wie lange auch immer, engagierter fühlt, politisch kompetenter fühlt, sein Verantwortungsbewusstsein stärker betont und sich besser informiert fühlt? Woher kommt denn der Kram? Naja, man müsste erstmal sich kompetenter fühlen, ist das eine, und kompetenter sein ist das andere. Ne? Also man müsste dann ja natürlich mal prüfen, ist denn das eigentlich so? Also gibt es eine Wissensvermehrung? Und dass die Bundeswehr selber auch historische Bildung macht und so weiter, man sich vielleicht auch damit beschäftigt, wo kommt man her, längere Stehzeiten hat, anders als die Wehrpflichtarmee, das ist schon klar. Und ich glaube schon, dass die Bundeswehr wäre ja, also dass sie einen Impact hat. Es wäre ja irre, sich anzunehmen, dass 10 Jahre Verpflichtungszeit keinen Einfluss haben. Also sie muss eigentlich einen Einfluss haben. Die Frage ist nur, ob man damit den eigenen Ansprüchen gerecht wird, die eben sehr hoch gesetzt sind. Was sagten Sie, Herr Dr. Naumann? Ich sage nur, es geht ja um einen bestimmten Einfluss. Dass sie einen Einfluss hat, ist eine Banalität. Es geht aber in dem Argument ja um einen bestimmten Einfluss, einen bestimmten sozusagen selbstreflexiven Einfluss. Ich weiß jetzt genauer, wo ich stehe, wofür ich bin und wogegen ich bin. Sind sehr verkürzt formuliert, wohlgemerkt. Wo wir jetzt schon mehr als eine Stunde diskutieren, würde ich einmal noch kurz auf die Zukunft zu sprechen kommen auch und auch nochmal daran erinnern, falls draußen in der virtuellen Welt Fragen auftauchen, können Sie die gerne stellen per Chat. Wir werden versuchen, die dann hier unterzubringen. Es kam die Frage auf, also Sinnstiftung ist ein Thema, verknüpft mit der Frage, welche Art von Truppe wünschen wir uns eigentlich? Welche Art von Truppe brauchen wir? Wenn wir diese Sinnfrage, diese Sinnstiftungsfrage stellen, dann würden Sie sagen, es ist, Herr Professor Neitzel und Herr Sieger, es ist gut, dass es diese Tribal Cultures gibt. Aber gibt es jetzt in die Zukunft gedacht nicht andere Modelle, die vielleicht sogar noch einfacher für die Gesellschaft zu verkraften wären, Frau Dr. Seifert? Bin ich gespannt. Schwierige Frage. Ich würde das, nein. Jetzt kommt die 1000-Dollar-Frage, ja. Nein, ich würde die Frage so nicht stellen, genau. Sondern ich würde, aber ich greife sie trotzdem das auf. Und würde sie ein bisschen anders beantworten. Die Aufgaben definieren, und deshalb ist es entscheidend, Aufgaben und Auftrag definieren, was die Bundeswehr leisten soll. Daraus, aus diesen, macht die Bundeswehr Erfahrung. Diese Erfahrungen definieren natürlich auch die Identität. Identität und Kulturen verändern sich langsam und über die Zeit hin und sie werden über Erfahrung
bestimmt. Das heißt, wir haben nicht ein für alle Mal ein feststehendes, gültiges Korsett von Bundeswehr, sondern mit den Aufgaben werden sich auch die Erfahrungen in der Bundeswehr wieder verändern. Also wir haben jetzt, also während zu Zeiten des Kalten Krieges Landes- und Bündnisverteidigung ganz groß war, gab es einen extremen Erfahrungsverlust davon. Wir haben jetzt irgendwie sozusagen eine Generation, die durch Afghanistan geprägt ist, aber wir sind längst schon wieder woanders. Und die Frage ist, wie überformt sich diese Identität und wie entstehen daraus wieder neue Dinge? Das ist ein dynamischer Prozess. Dieser Prozess, und das scheint mir wichtig, demokratiepolitisch wichtig, wenn wir denn danach fragen, was wollen wir für eine Bundeswehr und welche Akzeptanz, also von Bundeswehr und Gesellschaft, wie wollen wir die denn dynamisch und flexibel halten, dann muss es da Austauschprozesse geben und eben nicht nur einfach Prozesse bundeswehrintern, sondern wir brauchen faktisch den Austausch, und das sage ich jetzt auch als Bundeswehrangehörige, auch als Zivilangestellte. Es ist dringend notwendig, diesen Austausch nach vorne zu bringen, um Aushandlungsprozesse sowohl in politischer Perspektive und auch in Fragen von Identität. Natürlich entwickeln Soldaten ihre eigenen Identitäten und natürlich gibt es auch Kämpferidentitäten. Aber die Frage ist, steht denn eine Kämpferidentität konträr zum Staatsbürger in Uniform? Das sehe ich zum Beispiel nicht so. Und auch die Frage, das ist etwas, was mich immer wieder an dem Buch gestört hat. Sorry, Herr Neitz. Kein Problem. Politik vom Krieg her zu denken, halte ich für nicht zielführend und nicht für sinnvoll, gerade für eine Bundeswehr in unserer Gesellschaft. Sondern da bleibe ich bei der inneren Führung und sage, Politik muss vom Frieden her gedacht werden, auch wenn das nicht gerade vielleicht schick ist. Dafür kann es aber durchaus notwendig sein, dass wir auch kampfbereite, einsatzbereite, nicht nur notwendig sein, sondern es ist sogar zwingend, dass es kampfbereite Streitkräfte gibt, die sich dafür engagieren. Also die kann es auch geben, ohne den Überbau. Da muss ich Ihnen die Chance geben, kurz darauf zu antworten. Also ich glaube, ich habe ja nicht geschrieben, dass die Politik über den Krieg denken soll, sondern dass die Bundeswehr über den Krieg oder den Frieden, das ist immer ein Kompromiss. Und wir im Narrativ, gerade in der Geisteswissenschaft, denken sie halt nur über den Frieden und springen damit zu kurz, meine ich. Aber das ist eine eigene Diskussion. Ich will auf den entscheidenden Punkt, da will ich sagen, unterstützen. Das Grundproblem, glaube ich, der Bundeswehr ist, dass die immer mal die operativen Leitlinien des Inspekteurs des Heeres. Da ist die Bündnisverteidigung ganz groß, da kommen Begriffe wie Kriegstauglichkeit, Siegeswille wunderbar vor. So. Ja. Und wir haben andere Bereiche, dem Inspekteur Marine und glaubt in den Inspekteuren, die jetzt sehr stark auf die Aufgaben der Bündnisverteidigung gehen, die sagen, wir müssen kampf- und kriegsbereit sein, auch im Begriff Krieg, kriegsnah ausbilden, das kommt, sagen, alles wieder so. Und es sind ja auch, wenn man die Thinktanks denkt, wenn man mit den SWP-Leuten spricht, wenn man mit der DGAP spricht und so, sind auch in den internen Runden des Verteidigungsministeriums. Sie sagen alle, Russland, China, Cyber, Terrorismus. Bereitet euch vor. Einige sagen, die Herausforderung China hat man schon längst verloren und so weiter. Alle sind zumindest auf die vorige Verteidigungsministerin eingeströmt, sagen, mach was, ihr müsst more capabilities. Ja? Und es ist, it's about fighting. Also als Deterrence, nicht um jetzt mit wenig Erfahrung in den Krieg zu ziehen, um der Politik ein Mittel in die Hand zu geben. So. Aber das ja diese internen Diskurse sind aber, das ist das Problem, im Sinne, so verstehe ich Frau Seifert, nicht, da fehlt es an der Vermittlung. Und es nützt eben gar nichts, wenn die Bundeswehr neue Leitlinien und so weiter, Doktrinen entwickelt, die sich auf der politischen Ebene nicht widerspiegeln. Nicht? Wenn die Politik nicht sagt, was sie mit Spezialkräften will, weil sie auf Deutsch gesagt einen Klops in der Hose hat, weil sie am besten sagt, nein, um Gottes Willen, oh Gott, und die könnten ja was Schlimmes tun, sie gar nicht begreift, was sie mit Spezialkräften machen kann, auch im Sinne von Aufklärung, im Sinne von nicht letalen Dingen, weil man sich damit ein bisschen lieber gar nicht beschäftigen will, wenn die Politik nicht sagen manns genug ist, auch mal Einsatzbefehle zu geben, man besser die Befehle nicht unterschreibt und die Soldaten machen lässt, das ist alles nicht gut. Und das ist die große Aufgabe und ich blicke immer in fragende Gesichter überall in Berlin, wie kriege ich diese beiden Sphären zusammen, denn
die Logik von Politik ist eine ganz andere. Und da geht es nicht um das militärische Argument. Es geht nicht darum, also offensichtlich geht es der Bundesregierung nicht darum, kampfkräftige Streitkräfte aufzustellen, zumindest in den letzten 20 Jahren nicht. Sonst sähe die Bundeswehr nicht so traurig aus, wie sie eben aussieht. Und das ist die große Herausforderung, vor die ich aber auch leider keine Lösung habe, wie man das schafft. Weil es setzt ja ein Interesse der Politik an diesen Dingen voraus, die ich nicht erkennen kann. Jetzt die Politik leider nicht hier heute Abend, ja. Aber Herr Dr. Naumann kann dazu was sagen. Ich folge dem Argument völlig und sehe trotzdem ein Problem. Wie antwortet das Militär auf die Situation, dass das so ist, dass die Politik uns viele Fragen schuldig bleibt oder die Antwort auf viele Fragen schuldig bleibt? Sie bewegt sich deshalb in ihrem selbstreferenziellen operativen Denken. Und dieses Denken gebiert Formulierungen wie Kriegstauglichkeit, Siegesfähigkeit und so weiter und so fort. Und kein Mensch weiß, was er sich darunter vorzustellen hat. Das heißt, selbstreferenziell, sie baut sich ihren eigenen Elfenbeinturm. Und dagegen müsste auch das Militär gefeit sein. Wenn der Rat von der Politik ausbleibt, dann muss es diesen Rat einfordern. Und das passiert doch viel zu selten. Das sagen Sie ja auch, Herr Neitzel. Ja. Denn diesen fehlerhaften Kreislauf, den Thorsten Loch ja sehr schön beschrieben hat, in seiner ganzen Selbstreferenzialität wird er sozusagen heilig gesprochen als der Kern militärischer Ratio, der läuft leer. Der läuft völlig leer. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und die Frage ist nur, die wir als Historiker nicht beantworten können, was spricht der GI mit der Ministerin? Ich würde gerne mal eine Doktorarbeit über die einzelnen Phasen der GI und die Ministerin, weil letztlich hängt es dann, wie stark, da sind wir ja ganz zusammen, der militärische Rat und wie deutlich und wie unmissverständlich der präsentiert wird. Und genau das ist ja zu verhindern, dass die Politik in einer sicherheitspolitischen Selbstreferenzialität ist, und ein ich wünsche mir was und das Militär genauso. Und, aber wie man das durchbrechen kann, ist natürlich eigentlich eine Aufgabe von beiden. Also beide müssten ja aufeinander zugehen. Wenn die eine Seite sich dem Diskurs verweigert, ist wahrscheinlich die Eindringtiefe auch eines GIs begrenzt. So, und dann kennen wir alle Systemlogiken und Systemkulturen zu Genüge, dass sich Systeme mit sich selbst beschäftigen. Also an alle, die zuhören und noch nach einem Thema für eine Doktorarbeit suchen, bleibt alles am GI, an der Mauer da hängen. Sie hatten sich noch gemeldet, Frau Dr. Seifert. Ja, vielleicht nur eine Ergänzung. Also mir geht es nicht um ein Politikbashing. Das halte ich irgendwie, weil dann wäre die Entgegensetzung, die wir vorher hatten, also zwischen Bundeswehr und Gesellschaft, dann haben wir eine Entgegensetzung zwischen Politik und Bundeswehr. Alles drei ist nicht möglich, sondern es geht um die Frage, wie man tatsächlich Aushandlungsprozesse hinbekommt, die funktionieren. Ja. Und auch Politik hat einen Lernprozess durchlaufen und musste den auch durchlaufen, genauso wie unsere Gesellschaft und genauso wie die Bundeswehr. Und wie führen wir diese unterschiedlichen Erfahrungen jetzt zusammen? Das ist sozusagen aus einer organisationssoziologischen, gesellschaftssoziologischen Frage heraus eine spannende Beobachtungssituation. Da hat einiges begonnen, das ist aber noch nicht zu Ende, das wissen wir auch. Ein Teil sind solche Diskussionen und dafür bin ich auch sehr dankbar, deshalb bin ich für so eine Zuspitzung auch sehr dankbar dieses Buches, weil das greift das auf. Dennoch müssen wir uns da darüber verständigen, ob wir das alle so sehen wollen und alle so sehen können. Deshalb also ein reines Politikbashing ist zu wenig, sondern Bundeswehr agiert in dieser Schnittstelle zwischen Politik, Gesellschaft und auch Soldaten agieren in dieser Schnittstelle. Und das ist ihnen so bewusst wie kaum jemand anderem. Das macht es ihnen manchmal auch schwer, aber da kommt man nicht raus, sondern damit muss man umgehen. Stichwort Lehren ziehen, wer geht auf wen zu, Politik auf Truppe, Truppe auf die Politik. Mich würde, wo wir langsam zum Ende kommen müssen, glaube ich, nochmal Ihre Einschätzung interessieren. Es gab ja jetzt im Oktober, Mitte Oktober, diesen Tag der Würdigung für die Afghanistan-Soldatinnen und Soldaten, also großer Appell, großer Zapfenstreich, Empfang im Bundestag und so weiter. Das war vielleicht auch so eine Art Wiedergutmachung, weil eben als das letzte Kontingent in Niedersachsen landete, eben niemand von der Politik am Rollfeld stand. Ist das sozusagen,
War das der Beginn, dieses Verhältnis vielleicht auch zu kitten, da wieder so eine Art Kohäsion herzustellen? Ist damit jetzt alles gut oder war das ein Tag der Bewusstwerdung und danach geht es jetzt wieder weiter wie vorher? Auch mal in die Zukunft gedacht, wie würden Sie das bewerten, Herr Professor? Also, ich soll ja kein Politik-Bashing betreiben, insofern kann ich da die Politik wirklich loben. Ich finde, dass dieser große Zapfenstreich und so, da hat die Bundesrepublik Deutschland alles aufgefahren, was man auffahren kann. Und ich finde auch, dass der Bundespräsident da eine sehr gute Rede gehalten hat. Und dass er, finde ich, die richtigen Worte gefunden hat. Und ich finde auch gut, da zolle ich ihm auch hohe Anerkennung für als Beobachter, dass er sich selbst nicht rausgenommen hat, weil Frank-Walter Steinmeier war ja nun Kanzleramtsminister, Außenminister, also ein zentraler Akteur auch dieses Afghanistan-Einsatzes. Das war gut. Und ich glaube, dass da das einzig Gute von diesem Rückzug war eben, eine gute Sache war, dass man die Politik dazu gezwungen hat. Es war völlig klar, auch durch Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Medien, die sagen können, also das wie Wunstorf geht nicht nochmal. Dieses Bild hat man der Politik vermittelt. Die Frage ist aber, hat das generell was verändert? Und ich glaube schon, dass einige zum Nachdenken gekommen sind. Aber wir haben eben jetzt eine neue Bundesregierung, wir haben sehr viele neue Parlamentarier, die Karten werden ein Stück weit neu gemischt. Und ich glaube einfach, es gibt eine Logik von Politik, die erklärt, warum sie so handelt. Und da können wir machen, was wir wollen und schreiben, was wir wollen, ist völlig egal. Warum sollte Politik anders handeln? Wenn man weiß, wie der Haushaltsausschuss agiert, wenn man weiß, wie der Verteidigungsausschuss agiert und so, bin ich relativ pessimistisch, dass sich daran was ändert. Es sei denn, Putin würde in die Ukraine einmarschieren oder es würde wirklich was Schlimmes passieren, was wir alle nicht hoffen wollen, was auch unwahrscheinlich ist, glaube ich. Und dann würde die Bundesrepublik Deutschland mit heruntergelassenen Hosen dastehen. Und zwar wirklich, wie sie in Kabul mit heruntergelassenen Hosen dastand. Dann, und wenn der politische Druck so groß wird, ihr müsst handeln, ihr müsst capable sein, dann, glaube ich, würde man mal auf den Trichter kommen. Aber dann ist es natürlich auch zu spät. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an den substanziellen Kommunikationsproblem zwischen einer politischen Ebene und einer militärischen Ebene wirklich was ändert. Ich würde mir es wünschen, ich werbe dafür Land auf, Land ab, aber ich stoße zu oft auf Eigenlogiken von Politik, die auch ihre Logik haben und da würde ich Frau Seifert zustimmen, it's not about blame game. Diese Logiken kann man alle verstehen und nachvollziehen. Da geht es um Wahlkreise, um wiedergewählt werden, um Fraktionslogiken und so weiter. Und der Frage nach ist noch immer gut gegangen und so, sodass ich da eigentlich eher relativ pessimistisch bin. Das ist ein bisschen toxisches Thema auch ist. Herr General, wie haben Sie, also nochmal Zapfenstreich und Anbindung an die Gesellschaft der Truppe, wie hat sich da irgendwas getan seit dem Ende von Afghanistan aus Ihrer Sicht? Oder ist das eine zu komplizierte Frage jetzt? Die Frage ist nicht kompliziert, nee, aber der Zeitrahmen ist ziemlich eng. Also zu sagen, nicht länger als 30 Sekunden. Zu sagen, vor wenigen Monaten und jetzt hat sich alles komplett geändert. Also das ist einfach schon ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht schon gar nicht, weil auch das ist, und da bin ich bei Ihnen natürlich, das hat ja auch was mit Kultur und mit eingeübt und mit Aushandlung zu tun. Und zu glauben, wenn ein Einsatz beendet ist und man hat dann einen großen Zapfenstreich, auch mit den richtigen Worten, das führt dann am Ende dazu, dass von da an alles anders ist und wir wissen das schon. Das geht ein bisschen arg weit. Also insofern glaube ich, es war ganz wichtig und es war unverzichtbar, dass man das gemacht hat. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir dort in einen Mechanismus hineinkommen, der das nie vergisst, dass so etwas wichtig ist. Denn genau darüber transportieren wir ja Anerkennung für das, was dort passiert ist, auch für die Opfer, die gebracht worden sind, Wertschätzung für den Dienst für unser Land, auch in unklarer Lage. Und das ist auch etwas, und das wird meistens in den Diskussionen etwas übersehen, das tut auch was für die Seele. Und auch das dürfen Soldaten haben. Und es muss nicht nur immer funktional sein, es darf nicht nur immer funktional sein. Insofern gerne mehr davon und genau richtig, weil das war der Schritt, um diese Integration tatsächlich zu zeigen, darzustellen und mit Substanz zu füllen.
Ich will den Leuten, die Fragen gestellt haben, von außen einmal kurz die Chance geben und hier eine Frage, die uns wieder ein bisschen zurückführt, aber das bindet es vielleicht ganz gut zusammen, einmal vortragen. Sie lautet, wie kann man die Tribal Cultures ganz wertneutral anerkennen, wenn dabei Institutionen und Handlungen verherrlicht werden, die im Konflikt zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen? Das war die Ausgangs- und die Grundfrage. Antwort möglich. Man kann sie nicht anerkennen, wenn sie im Konflikt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Punkt. Das ist die Grenze. Das ist das Naumannsche Verdikt. So nehme ich es mal auf, dass wir diese Ambivalenzen so tunen, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Aber es gibt ganz klare Grenzen und die Grenzen sind unsere Verfassung und die sind nicht verhandelbar. Dann hätten wir das auch im Konsens beantwortet. Vielleicht an Herrn Dr. Naumann auch noch mal die etwas zukunftsgewandte Frage gestellt. Was müsste passieren in der Politik, in der Truppe? Wo müsste was passieren, damit sich etwas ändert oder verbessert in die Zukunft gedacht? Oh je, das ist ja die 100 Dollar. Nein. Ja. Ich greife noch mal den Faden von Frau Seifert auf. Und zwar nicht nur der innermilitärische Erfahrungsverlust im Übergang von Afghanistan zur Landes- und zur Bündnis- und Landesverteidigung, sondern auch der gesellschaftliche. Wir haben eine ganze Phase eben von 20 Jahren hinter uns, in der ein mühsamer, zum Teil leichtfertiger, zum Teil interessanter und produktiver, Austausch über das durchs Land gegangen ist, was in Afghanistan passiert. Im Guten wie im Schlechten sozusagen, in der Unterlassung wie in der Aufklärung. Das bricht auf einmal weg. Das wird beerdigt mit dem Staatsbegräbnis zweier Kommissionen. Und die Frage ist aber, was kommt, was folgt danach? Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass es bei der Landes- und Bündnisverteidigung wieder genauso laufen soll. Das ist zwar nicht so ganz weit weg wie der Hindukusch, aber auch irgendwie eine sogenannte einsatzgleiche Verpflichtung. Der Name spricht dann schon Bände. Es geht sozusagen so ähnlich weiter, nur etwas anders. Also die Begründung und die Konkretion, warum Deutschland, warum das Bündnis sich auf diese Konfrontation im Osten einlassen muss, ob es will oder nicht und wie es darin bestehen kann, die ist noch lange nicht vorbei. Und da hat Neitzel völlig recht. Wenn es zum Krach kommt, werden wir nicht sehr gut vorbereitet. Auch innergesellschaftlich nicht. Innergesellschaftlich nicht. Die Unterstützung für die Landes- und Bündnisverteidigung ist sozusagen auf dem Papier vielleicht da, aber kaum in der Konkretion und in der Zuspitzung. Das sehen Sie ähnlich, weil Sie so genickt haben. Ja, mir ist aber noch ein anderer Punkt wichtig, den wir so ein bisschen außen vor gelassen haben. Wir diskutieren immer darüber, dass es eine Entgegensetzung gibt von Bundeswehr und Gesellschaft und fragen, wie man integrieren kann. Mhm. Meine Frage ist spezifischer. Ich frage eher, wie man die Kampferfahrung integrieren kann. Weil aus unseren Forschungen wissen wir sehr gut, dass Bundeswehrsoldaten sehr gut integriert sind innerhalb dieser Gesellschaft. Das ist also mehrheitlich. Das darf man dabei nicht vergessen. Es gibt natürlich immer die Frage, wie geht man mit etwas, was irritierend ist und was irgendwie keinen Ort hat und was auch an Tabus vielleicht rührt. Wie geht man mit diesen Fragen um? Das ist aber eine andere Situation. Also deshalb Integration. Es gibt möglicherweise desintegrative Tendenzen oder es kann desintegrative Tendenzen geben, wenn bestimmte Erfahrungen eben keinen Ort haben, weil dann gibt es Rückzug- und Abschottungstendenzen. Und das ist eine Gefährdung. Das gilt genauso gleichermaßen für, weil ich sehe das gerade, wie sieht das künftige Kriegsbild aus? Die können Sie gerne gleich in der Frage. Also wie sieht das künftige Kriegsbild aus und wie wirkt sich dies auf den anzustrebenden Soldatentypus und dessen geistige Haltung aus? Natürlich kann keiner von uns in die Zukunft gucken, weil die Bedrohung und die Herausforderungen sind so dynamisch, dass wir bestimmte grobe Tendenzen vielleicht absehen können, aber noch nicht die Herausforderungen
in toto sehen. Aber was man natürlich schon sehen kann, ist, dass es nicht dabei stehen bleiben wird bei Afghanistan. Das ist das, was Herr Naumann ja auch sagte, sondern sagt, wir haben jetzt ein anderes Szenario, ein anderes Bedrohungsszenario. Und dieses Bedrohungsszenario, da sind wir aufgrund eines Erfahrungsverlustes überhaupt nicht angemessen, weder die Bundeswehr, möglicherweise in der Politik, muss man auch fragen, und auch natürlich die Gesellschaft gar nicht darauf vorbereitet. Was bedeutet das dann für uns? Was bedeutet das generell? Das werden zukünftige Fragen. Die Einsatzbegleitung wird das sicherlich irgendwie auch forschungsmäßig weiter begleiten und Soldaten genau danach fragen und sich angucken, was daraus wird. Das ist aber etwas anderes. Also Integration, nicht automatisch desintegrative Tendenzen, aber wenn Aufarbeitung misslingt, dann sind desintegrative Tendenzen relativ wahrscheinlich. Und wenn eine Sinnfrage nicht angemessen beantwortet werden kann, kann es auch zu desintegrativen. Das ist kein Automatismus, aber die Möglichkeit besteht. Ich hätte noch mal eine kleine Rückfrage. Ja, gerne. Dann Herr Naumann. Möchte Herrn Neitzel fragen. Ja. Und zwar möchte ich fragen, ist Ihre abgespeckte Version der inneren Führung gleich gute Menschenführung und Wertebewusstsein ausreichend für diese vor uns liegenden Aufgaben? Das haben Sie ja, da müsste ich jetzt einen langen Vortrag halten. Das kriegen wir jetzt zeitlich. Also genau, das kriegen wir nicht hin. Also ich würde ja, mir geht es in dem Buch nicht darum, die neidische Form der inneren Führung darzustellen, sondern wie Sie sich sagen, der Truppe vermittelt. Aber für mich ist die innere Führung die Übertragung oder der Versuch der Übertragung der Werte und Normen des Grundgesetzes sagen, auf die Institution Bundeswehr, sagen, auf diese Kultur. Das ist nur zum Teil gelungen, so. Trotzdem hat die Bundeswehr funktioniert in 60 Jahren und wird auch weiter funktionieren, meine ich. Da sehe ich einfach ein Delta, ne, von dem Anspruch, den wir formulieren und von dem, was unten ankommt. Und vielleicht klappt viel mehr, als wir glauben, ohne dass wir sagen, also ich würde sagen, wir müssen ein bisschen von unseren Ansprüchen, die wir formulieren an die Bundeswehr, die man verteidigen kann, die man aufstellen kann, aber die sind meines Erachtens in vielen Fällen einfach völlig unrealistisch. Und wir müssten einfach mal ehrlicher sein und sehen, was kann man eigentlich erreichen auf den unterschiedlichen Ebenen. Und die Umfragen, nicht die Frau Dörfler-Dirken vor einigen Jahren auch gemacht hat, zeigen ja, wenn also in den unteren Dienstgradgruppen kaum jemand weiß, was innere Führung ist oder es nicht richtig begründen kann. Ich habe Gespräche geführt, das ging also bis zur Besoldungsgruppe P3 hoch, dass man nicht wusste, was das ist. Also dann geht es offenbar auch so, dass die Bundeswehr weder Putsch noch trotzdem treu dient, ohne dass man das sagen machen kann. Also da würde ich immer nur, das ist ein Plädoyer meines Buches, dass man sagt, seid realistischer, was umsetzbar ist und seid zielgruppenorientierter. Aber ich sehe auch in der, was hat, glaube ich, Frau Seifert gesagt, in der inneren Führung überhaupt gar keinen Widerspruch. Also weder bin ich gegen die innere Führung, was einige Leute so schreiben, noch bin ich, sehe ich einen Widerspruch zwischen innerer Führung und Kampfkraft und so, das wissen wir alle, sondern ich würde eher für mehr Ehrlichkeit plädieren. Das ist doch ein sehr intrigierendes Schlusswort. Ich nehme mir jetzt aus Zeitgründen einfach mal die Freiheit, die letzte Frage, die mir eingeblendet wird, aus dem Chat selber zu beantworten. Ist bei der Sinnfrage für die Bundeswehrangehörigen nicht ein eklatantes Problem, dass die Regierung der letzten 20 Jahre für die meisten Einsätze selbst keine klaren Ziele setzten? Da kann ich für Afghanistan sagen, ja, Punkt. Wir können das gerne noch später weiter ausdiskutieren, aber ich glaube, wir müssen hier einen Punkt runtersetzen. Meine Hoffnung ist, dass die Aufarbeitung in Untersuchungsausschuss, Enquete und so weiter tatsächlich stattfindet, dass sie auch mit der gebotenen Ehrlichkeit stattfindet, weil das ist ja, Ehrlichkeit ist ja genau das, was die Soldatinnen und Soldaten im Afghanistan-Einsatz immer eingefordert haben. Und ich freue mich, dass wir zumindest ein kleines Mosaik-Puzzlestück geliefert haben, indem wir diese Diskussion hier heute geführt haben. Und danke allen, die da waren, hier physisch, Dr. Naumann virtuell, und allen, die zugehört, zugeschaut haben, und hoffe, dass wir die Debatte weiterführen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.